Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist, das jetzt zu sagen, dass man das so machen könnte, aber das wäre halt eine Möglichkeit. Hallo und herzlich willkommen zur 15. Folge von Bausimulator im Multiplayer zusammen mit Pascal. Hallo. Ja, es war wieder irgend so ein Flash. Das müssen wir auch nochmal irgendeiner erklären, wie man das verhindern kann. Aber ja, wie man vielleicht hier sieht, wir sind am Bahnhof. Und das liegt daran. Wir spielen heute Zusi. Nicht ganz. Aber wenn ihr Zusi sehen wollt und wie Pascal über rote Signale fährt, dann könnt ihr gerne auf das oben auf das i klicken. Das ist oben rechts in der Ecke. Ah. Und da ist das Video dann auch verlinkt. Aber du, wir haben jetzt auch ganz neue Shorts. Ja, stimmt. Da gibt es auch einen Short davon, wie ich über das rote Signal drüber fahre. Wir haben auch nochmal nach ein bisschen Überlegungen, also den Gedanken, den hatte ich ja irgendwie schon vor 2 Monaten mal geäußert, 3 Monate mittlerweile, dass man das ja mal machen könnte, aber jetzt haben wir uns nochmal wieder was ausgedacht und mal gucken. Vielleicht habt ihr es auch gesehen am Anfang des Videos, wenn ich das nicht vergessen habe beim Schneiden dann, weil es schon wieder viel zu spät geschnitten habe. Dann gab es da so einen kleinen lustigen Clip. Mal gucken. Wir experimentieren mal wieder. Noch mehr Qualität, noch weniger Videos, so ungefähr. Oder noch mehr Qualität und noch mehr Arbeit für uns. So ungefähr. Genau. Den Auftrag. Labern wir schon wieder ein paar Minuten und... Uns wurde zugetragen, dass wir irgendwas am Bahnhof hier umbasteln sollen. Korrekt. Kampagne. Damit mehr Leute im Zug fahren wollen. Per Überlandexpress, um den dichten Verkehr zu Stoßzeiten etwas zu entzerren, sollten Pendelnde wieder mehr auf den Zugverkehr umsteigen. Eine Modernisierung des alten Bahnhofs ist deshalb schon lange überfällig. Gut. Na dann. Den machen wir aber auf hoch, ne? Kriegen 1,2 Millionen. 1,5, sorry. Die Frage ist ja eben, wie viel haben wir dazu tun? Auch wenn du meinst, hoch geht vom Umfang her, dann machen wir hoch. Den Graben noch extra ausheben. Also ja klar, es wird halt noch viel mehr zu tun sein, aber... Okay, das ist echt eine Menge. Also wir können hoch machen, wenn du Bock hast, viel Bausen zu spielen. Wenn du Bock hast, viel zu schneiden. Das stimmt, wir machen Mittel. Wir können irgendwann, habe ich auch vorhin irgendwie nochmal überlegt, was heißt vorhin vor der Aufnahme, dass man eventuell mal so ein Bausim Hardcore macht. Also es wäre dann Bausim und realistisch sozusagen. Du machst hoch, keine Schnellreise, eigentlich keine Schnellreise. Warte mal, was gibt's noch so für Cheats, die wir benutzen? Da könnte man mal einen Auftrag mit damit machen, unter den Bedingungen. So, jetzt haben wir hier einen Teil vom Bahnhof hier abgesperrt. Das heißt, die Züge uns alle hier im Vorloch im Bahnsteigteil halten. Aber ich glaube, das wäre eh so nicht zulässig in Deutschland, mit so einem zweigeteilten Bahnhof. Der Bahnsteig, wo dann hier noch die Autos zwischendurch langfahren. Vor allem ganz ohne Ampel. Mit irgendwie Schranken oder Lichtsignalen gesichert ist oder sowas. Ich glaube, das ist alles hier sehr, sehr seltsam. Von der Art und Weise her. Jo. Vom Bau. Aber gut, nicht unsere Verantwortung, ne? Bürgermeisterin. Kaum hat man ein Verkehrsproblem beseitigt, entsteht schon ein neues. Pendelnde Berufstätige und Schulkinder aus dem Umland kommen zu den Stoßzeiten kaum noch rechtzeitig zur Arbeit und zur Schule. Wir haben zwar einen zentralen Bahnhof, der das Umland an die Innenstadt anbindet, aber der wirkt wenig einladend und ich kann verstehen, dass sich dort niemand freiwillig aufhalten will. Die Menschen fordern schon lange, dass der Bahnhofsplatz erneuert wird, um die Wartezeiten für Reisende angenehmer zu gestalten. Die Baupläne sehen einen modernen Aufenthaltsbereich vor. Das ist alles, was sich die Stadt zurzeit leisten kann. Aber es ist sicher gut investiertes Geld. Ja, wir haben ja auch hier hohe Qualität, ne? Da muss man noch ordentlich Cash zahlen. Also wer uns engagiert, hat sein Geld immer gut investiert. So, Oberboden abtragen. Ratzlader. Okay. Warte, da ist die. Kennst du hier, keine Ahnung, dieses hier
Hier ist das Ding, mit dem man aufreißen und schieben kann. Das kannst du nehmen. Scharnierraupe. Genau. Aber wie gesagt, was Tobi vorhin meinte mit dem Baus im Hardcore, wenn er mal einen Auftrag haben würde in Hardcore, dann schreibt das gerne in die Kommentare. Denn wir müssen vielleicht sogar mal durchziehen. Auf schwer und ohne Teleport oder andere Cheats. Es gibt ja die vier Kampagnen und dann gibt es noch eine Abschlusskampagne. Also Ja. einen Abschluss, großen Auftrag, irgendwie Burgfestspiele oder sowas, heißt es, glaube ich. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist, das jetzt zu sagen, dass man das so machen könnte, aber das wäre halt eine Möglichkeit. Na, dann versuch das mal mit deinem Radlader hier zu machen. Apropos, vielleicht wäre ein bisschen ganz Licht ganz nett. Nee, nicht das. Nein, das auch nicht. Das, danke. Ach nee. Ich hab den Erfolg für 3 Stunden in Perspektive mittlerweile abgeschlossen. Deshalb muss ich auch niemanden mehr in Perspektive quälen. Aber wenn ihr natürlich trotzdem in Perspektive sehen wollt, weil es schöner ist oder so, dann schreibt auch gerne in die Kommentare. Dann achte ich da wieder mehr drauf. Ich überlege gerade vielleicht. Ja, ich mache Pause mal vielleicht doch nochmal ein bisschen leiser, weil das ist gerade. Verstehe ich gerade überhaupt gar nicht. Das ist übelst laut hier, die Maschine. Ja, dann solltest du vielleicht bei dir Bausimulator leiser machen, weil. Was soll ich leiser machen? Bausimulator. Weil, dass du mich dann nicht mehr hörst, das ist ja. Nichts Neues. Einmal das, aber zweitens auch eine Problemquelle. Habe ich Gesamtlautstärke mal reduziert. Von 70 auf 50%. Also, ich würde fast sagen, dass meine Baumaschine in dem Fall effektiver ist. Nee, das würde ich nicht behaupten wollen. Außerdem, die Steine Schaufel, die musst du ein bisschen anders. Überleg Anwinkeln, gerade, die kann ich ist. so cheaten? Ja, guck mal, wenn ich rückwärts fahre, dann sammle ich keine Erde auf, aber trage den Erdboden trotzdem ab. Bitte was? Guck mal, in welcher Geschwindigkeit ich das schaffe. Weil die Prozentzahl geht nicht hoch. Oder ich schürfe den Boden einfach nur auf. Und ja, noch ein Ja, bisschen. drück mal V. Dann guck dir den Mist an. Im Vergleich zu dem relativ cleanen Ding, was ich da mache. Mimimimimim. Machst du um deine Panierruppe besser? Ja, genau, das tue ich doch. Da ist ein Kranenplatz. Ich weiß nicht, so ein Aufenthaltsbereich. Ich habe so richtig gar keine Ahnung, was das eigentlich wird. Also, wenn wir jetzt so einen Kran haben, Bahnhofsvorplatz. bauen wir da noch ein Gebäude oder was? Oder Ich renovieren wir das andere würde eher so, eine, Gebäude so auch ein noch so ein flacherer bisschen? Platz, wo man dann würde das sich aufhalten können, wo Bänke drauf kommen, vielleicht noch ein Dach oder irgendwas, keine Ahnung. Muss ja irgendwas sein, wofür man einen Kran braucht, sonst wäre jetzt so kein Kranplatz. Einmal nachschauen. Plattenfundament, Untergeschoss, nee, es wird ein Gebäude. Deckenbau, Erdgeschoss, Deckenbau, Obergeschoss, Deckenbau, Dachgeschoss, Oh Gott, oh Gott. Dachbau. Nee, okay, wir bauen tatsächlich einen Anbau für das Gebäude hier. Ein Bahnhofsanbau. Ein Anbau fürs Bahnhofsgebäude. Ich dachte, weil hier die Bahnsteige irgendwie abgesperrt sind oder so und hier der eine Bahnsteig auch irgendwie aufgerissen wurde, dass man da vielleicht auch irgendwas neu baut hier noch an den Bahnsteigen. Sehr schön gefunden, wenn man hier so irgendwie so keine Bahnsteige neu pflastert oder irgendwie sowas. Na gut, Pflastern ist in dem Spiel aber sowieso nur Pflastersteine auspacken. Liefern Ja, und und du auspacken. weißt, wie ich es meine. Irgendwas an den Bahnsteigen neu machen oder diese Kantsteine von den Bahnsteigen irgendwie neu setzen oder irgendwas. Das wäre auch ganz cool gewesen, so gleisbaumäßig Naja, unterwegs zu aber sein. die Entwickler, die updaten das Spiel ja immer noch regelmäßig und. Ja, ich glaube nicht, dass da jetzt noch irgendwie große Hauptmissionen oder so dazukommen.
Ne, wenn er, wahrscheinlich, wenn er einen Jobs, ne? Ich baue schon mal einen Kran auf, ne? Jo. Für dich denn? Ich hole eine Erdbauwalze. Ich auch. Denk dran, du kannst mit zwei kannst du Locations öffnen, ne? Und das in der linken Leiste ist dann gleich die Baustelle immer. Achso, also übrigens, schön, Tobi. Ich kann Musik hören, du nicht. Lass mich doch. Nee, ich hab das muss man Tobi immer unter die Nase reiben. Ich hab mein Lenkrad wieder aus der Abstellkammer geholt. Mein Paar ist mit Lenkrad sogar. Das erste Mal seit x-tausend Folgen. Deswegen sehen seine Lenkbewegungen endlich eh nicht so smooth aus wie meine. Deine sehen schon nicht smooth aus, weil du Client bist und ich hoste. Daher... Ja. Aber würdet ihr meine Perspektive sehen, dann würden sie smooth aussehen. Ja, würden, ne? So, und das Wichtige ist auch für dich dann natürlich wieder ohne System verdichten, ne? Nein, also ich finde dich natürlich mit System. Gut, wir spielen auf Mittel noch. Alter! Ich fahre eine gerade Bahn. Du hast eine Aufgabe, nicht in mich reinrammen. Ein Schelm würde behaupten, das sei absichtlich gewesen. Ein Schelm, ja. Das sind altdeutsche Wörter, die kennst du nicht. Ein Schelm würde, wird nicht als Vorarbeiter befördert. Doch schon, wie ich zu Tobi sage, dass er zu jung dafür ist, aber bin ich nur ein Jahr älter, also. Ach, ja, man fühlt sich halt so ist das Leben, Alter. Fun Fact, in einem gewissen Alter fühlt man sich alt. Ja. Aber hey, dafür gehöre ich noch zu der Altersklasse, die weiß, wie man eine Kassette und einen Stift zusammen benutzt. Also Kassette und Bleistift, wie die zusammengehören. Du weißt noch, was eine Kassette ist, das ist schon mal was. Ich habe in meiner Kindheit bestand nur aus Kassetten. Sonne. Glaube, bis ich in die Grundschule gegangen bin, hatte ich keine CDs. Ich hatte nur Kassetten. Ne? Ich hatte so einen... Und Stifte. Zum Zurückspulen der Kassetten, ne? Weil im Kassettenrekorder drinnen zurückspulen, das hat immer 3 Jahre gedauert. Das wäre nie fertig geworden. Ich hatte einen, wie nennt man das, einen CD-Player, aber der war riesig. Also das war so ein ganz großer Kasten und der hatte drin, hatte der so eine Scheibe. Und in dieser Scheibe steckten, ich weiß nicht, da waren 200 CDs drin oder so Platz hatten dort. Und dann konntest du halt einfach zwischen denen auswählen, welche du dann da nimmst. Und dann hatten wir halt die ganzen CD-Hüllen irgendwo in einem Karton im Keller und du konntest einfach dort durchrotieren in diesem, also du konntest natürlich sagen, ich will die und die CD haben und dann hat er die da rausgenommen und abgespielt. Ja, ist ja cool. Ist ja wie so ein analoges Spotify. Ja, so ungefähr. Nur nicht ganz so groß. Ist ja übelst cool. Ja, das haben wir dann halt irgendwann weggeschmissen, weil nicht mehr gebraucht, so. Ha. So, fertig. Feierabend. Leider noch nicht. Die Beule steht doch nicht. Hier ausgehoben. Ich finde irgendwie, manchmal sind die blauen Linien nicht mehr da. Ist dir das auch aufgefallen? Ja, ich habe auch keine blauen Linien gerade. Fehlen einfach manchmal jetzt. Warum? Also verliefern. So, willst du das Lieferzeug fahren, oder? Ja, dann fahre ich das mal. Ich pack mal kurz die Walze noch. Und ich kauf derweil schon mal alles. Und lass es dir dann trocken. Ach guck mal, Baustoffhandel ist ja direkt gegenüber von uns. Was, wo? Baustoffhandel ist hier direkt ein Grundstück weiter. Stimmt, hast recht. Was ist hier eigentlich für eine Baustelle? Soll ich mal ein Haus hin oder so? Aber warte mal, ich muss ja sowieso Maschinen rausholen. Ah, Tobi. Da holen wir uns die Zugmaschine. Ja. Was darf gibt's? Deckenelemente kaufen. Yay, wieder für Deckenelemente platzieren.
Yeah. So, geben Sie Bescheid, wenn Sie dastehen. Ich habe auch zwischendurch jetzt mal ein bisschen auf der USA-Karte gespielt, also ich bin noch nicht mal über die Eröffnungskampagne raus. Aber was ich bei den US-Maschinen ganz nett finde, ist, manche von denen haben die Außenspiegel vorne auf der Motorhaube. Die haben ja so eine ganz lange Motorhaube, jetzt mal Naja, aber diese US-Laster. nicht wie die MAN-Dinger hier. Und die Außenspiegel vorne, ich finde das so praktisch. Du guckst nach vorne und du siehst die Außenspiegel. Weil hier musst du immer die Kamera noch Na, links und bewegen, rechts bevor gucken. du die Außenspiegel siehst. Und ich finde, deshalb Da nutze ich kriegen die halt wir. auch nicht. Weil die Obwohl, wir einfach. kriegen beim Händler schon 7% Rabatt, ne? Ist auch krass. Wow. Ups. Ja, Was? ich Ups. habe hab gerade ein Auto, wie sagt man, geflippt. Da hast du schon mal einen TikTok-Clip, ne? Ein TikTok-Clip. Wir werden jetzt TikTok-Clip-Hunter in unseren Folgen. Ein YouTube-Short-Clip, Clip Hunter. Ja, meine ich ja, YouTube-Short. Ist es gleich am Ende. Nee, nicht ganz. War es nicht irgendwie so 50% aller YouTube-Shorts sind einfach nur von TikTok? Ja, das stimmt wohl. Aber denk dran, bei uns, unsere YouTube-Shorts gibt es exklusiv nur auf YouTube. Wir haben kein TikTok. Das war knapp. Wo ist denn das Auto hin? Ist gar nicht mehr. Warte mal, ist es Ich despawned? warte übrigens hier im Menü, ne? Ja, okay. Auch wenn gerade gute Musik läuft. Na, dann bist du ja ganz entspannt. Na. Boulevard der zerbrochenen Träume. Hast du gerade den englischen Titel vorgelesen? Richtig, ich habe einen englischen Titel in Deutsch übersetzt. Aber nicht komplett. Boulevard ist Na, wobei, ja, weder ist Englisch halb noch Wort. deutsches Wort, das kannst du nicht übersetzen. Das ist ein französisches, glaube ich. Ja, kann sein. Vom Schreibstil. Ah, im Strebstil. So, stehen Sie Eieiei. mal endlich an der Ich Kaufposition. fahre gerade an der Baustelle vorbei und Das da sind steht so ein 3 blöder Meter Radlader auf dem Weg. Bauweg. Wieso steht dort ein Radlader auf dem Weg? Wo denn jemand geparkt hat. Aber warum auf der Straße? Ups, Weil ich da habe gerade ein bisschen Platz übersteuert. war. Sorry dafür. Wir haben übrigens keine Garantie dafür, dass ihr. Also, wir haben keine Versicherung dafür für euch, dass, falls ihr Ohrenschäden. Ohrenkrebs erleiden solltet. Also, wir übernehmen keine Haftung dafür, so rum. Ja. Wir übernehmen Okay, keine kannst Haftung für aufladen. Ohrenkrebs. Ich kann aufladen. Ja. Muss nur noch akzeptieren, dass du aufgeladen haben willst. Das stimmt. Aber weißt du was? Warte, wo haben wir's? Er ist so störend auf der Straße, der Radlader. Ja. Hey, ich wurde degradiert. Nein, du wurdest nicht degradiert, du wurdest befördert. Echt? Ja. Ach, Mitarbeiter und jetzt Vorarbeiter. Ah, okay. Vorher warst du Azubi oder so. Ah, okay. Ich war so Aushilfe. Mitarbeiter. War ich nicht mal Vorarbeiter und bin jetzt noch Ja, Mitarbeiter? das wird aber jedes Mal. Naja, wird so jetzt wieder zurückgesetzt. Ja. Jetzt darf ich alleine einkaufen gehen. Yay, ich bin schon groß. Ich kann selber mit dem Geld umgehen. Bist voll geschäftsfähig. Ja, bin auch schon 18. Ja, der Radler steht wie gesagt im Weg. Was hast du gegen diesen Radlader? Der hat dir nichts getan. Ja, probier dann auch bitte mal die Beton-Ideen, die Kabeltrommel hinten freizulegen. Dass ich die da rausheben kann. Und sich das Deckenelement da woanders hin platziere erstmal. Ja, oder mit brauchst halt noch.
Oder halt mit hinplatzierst, weil du brauchst, glaube ich, sowieso, kann das sein? Nee, ich denke, damit brauchen wir nur eins. Das habe ich schon abgeliefert. Ach so. Naja, stimmt. Ich stelle es einfach auf den Lagerplatz hier. Jo. Das sollte passen. Ich kenne meine Maschinen. Ich wusste schon vorher, dass es genau passt hier mit da. Der wahre Kenner. Mit dem Ausleger, ja. Man kann jetzt übrigens auch in den Einstellungen abschalten, dass die... Ja, ich habe die Page Notes gelesen. Was ist das denn für ein Ding? Was ich hier Betonträger. Das ist ein Betonträger, ne? Wie? Nicht Stahlträger, sondern Betonträger halt. Dass man dieses... Dass es, wenn es in den grünen Bereich kommt, also wenn es sozusagen blau ist und dann grün wird, dass das so ein bisschen sich dort reinzieht, dass es so diese Anziehungskraft dort gibt. Das kann man jetzt in den Einstellungen abschalten. Also schwerer haben möchtest. Ja, oder man es nervig findet. So. Aber warte mal, haben wir ernsthaft wir haben erst den Boden. Ich bin der Laterne hängen geblieben. Hat keiner gesehen. Wir haben erst den Boden verdichtet und dann musste man den wieder aufkratzen. Ich meine, andersrum macht es auch keinen Sinn, aber. Ja. Ist ernsthaft? Man muss genau das Abteil jetzt auch freigeräumt sein. Weil. Die Planierruppe drin steht. Oh. Ups. Weil das eine Ablage ist. Teile platziert werden, diese Füße. Köcherfundament. Genau. Eier. Die habe ich, glaube ich, auch schon mal bei irgendeinem Gewerbegebäude oder so. Musste ich die schon mal platzieren. Dann. Hier ein bisschen was reingießen. Und hier. Oh, und wo könnte man noch was reintun? Da vorne zum Beispiel. Ja, yeah. Sag ich doch, ich kenne meine Maschine. Komm mal, komme ich super ran von mir. Überall. Dann, ja. Ein schöner Folgentitel, ich kenne meine Maschine. Naja, da bräuchte es aber irgendwie so ein Thumbnail, wo eine Maschine auf der Seite liegt. Naja. Wir hatten doch mal die eine Folge, wo wir den Rathausvorplatz, wo du den Radlader dann auf die Seite gelegt hast. Oder letzte Folge, wo du die Zugmaschine einmal von der Rampe kippen hast lassen. So der Kran nicht von der Rampe kippen lassen. Ne, du hast beides. Das ist gut, auch gut möglich. Es lag beides dann auf der Seite. Ja, könnte ich weiterarbeiten. Das ist mal ein schöner Auftrag so zum Zusammenarbeiten hier, ne? Das stimmt. Wenn du so zwei Sachen parallel machen kannst. Das ist cool. Sehen, hier gibt es irgendwie noch so ein kleines Ding hier. Komme ich da überhaupt dran? Nee, nicht so wirklich, ne? Okay. Schade. Ich klipp da halt ein. Ist sehr doof. Gespannt, was das dann wird hier. Ich würde sagen, Gebäude. Aber ja, bin ich mir nicht sicher. Wir bauen das mehr halt eben so wie so ein Fabrikgebäude von der Art und Weise, habe ich das Gefühl. So mit hier so Betonstelzen und irgendwie so eine Verkleidung einfach nur ringsherum, oder? Das ist modern. Ja. Ja, oder am Ende es wird am Ende doch nur ein Unterstand irgendwie mit so Dach drauf, I don't know. Ja, hast du nicht vorhin irgendwie gesagt, es sollen mehrere Stockwerke werden oder so? Keine Ahnung. Weil der mehrstöckiger Unterstand. Okay, ich muss mich doch nochmal umplatzieren. Ich bin auch gespannt, ob das
ein eigenständiges Gebäude wird oder ob wir das an das alte Bahnhofsgebäude noch irgendwie anbauen, weil da sind zum Beispiel auch einige Fenster abgedeckt mit so blauen Planen, als ob man da noch irgendwas, keine Ahnung, irgendwelche Durchbrüche machen würde zu irgendwelchen Türen oder Gängen dann zu dem Gebäude hier. Oder die sind einfach abgedeckt, damit wir nicht mit unseren Baumaschinen die kaputt machen. Das ist natürlich auch eine Option. Aber ich hoffe einfach mal, dass die von unserer Kompetenz ausgehen. Ich meine, davon würde ich es erstmal abraten, aber... Weil wo gibt es kompetentere Bauarbeiter als uns? Wärst du dann nicht mal so gut und würdest in den Betonmischer springen und dort den Betonfluss wieder anschalten? Ja, kann ich machen. Oh, wir bauen mit irgendeinem Betonteil rum. Das ist nicht schlimm. So, sollte laufen. Dankeschön. Ich bin auf das Endergebnis sehr gespannt diesmal, was das diesmal wird, weil ich kann es mir schwer vorstellen. Ich habe mir das Vorschaubild auch gar nicht so gut angeguckt. Ich auch nicht. Ich habe keine Ahnung, wie es aussehen soll. Aber da können wir uns zumindest gegen Ende überraschen lassen, ne? Na ja, gut, wir werden es ja sehen, während wir das bauen. Ja. Oh nein, jetzt bist du fertig, aber ich nicht. Weil du noch 5% brauchst. Naja. Ist ja gerade witzig, dass so pssiu, alles so geschnipst ist von dem Ding. Ach guck mal, das ist doch hier schon ein stabiles Fundament, ha? Hm. Und so ein bisschen, dass es so asymmetrisch ist, wenn ich stelzen. Dass das vielleicht ein Teil halt so ein Bohrdach, also so ein Gebäude mit Bohrdach wird. Mit so Freibereich. Einfach mal abwarten. Würde sich aufklären. Aber gut, wie es denn hier weitergeht, das seht ihr dann erst nächste Woche im zweiten Teil dieses Bauprojekts. Und ja, ich wünsche euch erstmal noch einen schönen Tag, ne? Tschüss! Wir sollten echt mal während der Aufnahme dran denken, gleich die Teile mit den End- und Outros zu machen.